Herzlich willkommen zu Info Bingo mit Leon Fürst. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Info Bingo mit Leon Fürst. Heute werde ich euch ein bisschen über Computernetzwerke mitteilen. Ja, wir werden uns Begriffe, Ziele, Nachteile, Netzwerkgeräte und Netzwerkstrukturen anschauen. Alles über Computernetzwerke. Also, fangen wir mal an mit den Begriffen oder ganz in der Mitte. Wir sehen, ein Netzwerk steht in der Mitte von der ganzen Mindmap hier. Ich habe sie noch gar nicht gezeigt, aber so sieht das aus. Und wir erarbeiten uns erstmal, was ein Netzwerk ist. Ein Netzwerk ist eine Gruppe von miteinander verbundener, kommunizierende Systeme. Ja, mein Deutsch ist ein bisschen schlecht, aber weiter mit den Begriffen. Als erstes will ich ein bisschen über Beispiele für Netzwerke erzählen. Also, ein Netzwerk für Kommunikation ist zum Beispiel ein Telefonnetz oder ein Straßennetz. Natürlich gibt es auch Computernetzwerke, wo zum Beispiel zwei Rechner vernetzt sind. Das kleinste besteht aus zwei und das größte ist zurzeit das Internet. Gut, dann kommen wir zu den Einteilungen von Netzwerken nach der Entfernung. Da gibt es verschiedene und wir fangen mal an mit dem LAN. Das ist das Local Area Network. Und die Reichweite ist begrenzt auf Gebäude oder Schulen. Wenn wir dann weiter nach links gucken, können wir das MAN erkennen. Das heißt Metropolitan Area Network. Und hat etwa eine Ausdehnung von 100 Kilometern. Das kann eine Stadt sein oder ein Ballungsgebiet. Dann weiter unten links sehen wir das WAN, das Wide Area Network. Das ist ein Weitverkehrnetz, zum Beispiel Rechneranlagen von Firmen. Dann ein bisschen weiter unten das GAN, Global Area Network, was etwa ein weltweites Netzwerk ist. Ja? Dann schauen wir rüber zu den Wireless-Netzwerken quasi. Zum Beispiel das WLAN, das Wireless Local Area Network, kabelloses Netzwerk auf Deutsch, ja? Gut, dann, wenn wir schon dabei sind, können wir uns gleich das Internet anschauen. Entweder heißt es Interconnected oder International Network. Wir sind uns immer noch nicht sicher, aber das sind die zwei Optionen, die vor uns liegen. Und das ist das zurzeit größte Netzwerk und ist quasi ein einheitliches Kommunikationssystem für unterschiedliche Computersysteme oder Netze. Dann, wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr schon gesehen, das Intranet gleich nebenan. Das ist das LAN mit Verwendung von Internettechniken. Also zum Beispiel die Benutzung von der Browsertechnologie vom Internet. Das wird zum Beispiel in Schulen angewendet oder in Firmen, um intern so ein Netzwerk aufzustellen und sich Daten zu verschicken anstatt von der ganzen Welt. Ja, gut. Dann haben wir quasi die Begriffe schon fertig und wir können sehen, wir schauen mal, was als nächstes kommt, die Ziele. Ziele von der Vernetzung, da können wir gleich anfangen mit was denn? Mit der Kostensenkung. Also, die Kostensenkung passiert durch zum Beispiel die Vernetzung von Computern mit einem Drucker oder Scanner. Ja, also der Funktionsverbund. Dann wird natürlich dadurch auch die Effektivität gesteigert. Der ganze Datenverbund, also der Zugriff auf Daten verschiedener Rechner. Ja, das ist jetzt der Punkt, den habe ich jetzt vorgelesen, aber quasi werden Daten mit verschiedenen Rechnern auch gekoppelt. Ja. Also ein Datenpool entsteht. Man hat auch eine verbesserte Kommunikation, also in Firmen, der Austausch von Informationen oder E-Mails passiert einfach besser. Ja? Dann Datensicherung. Die Daten sind jetzt zentral gespeichert und sind einfach zu kriegen. Ja, auch wenn ein Rechner ausfällt, dann können wir gleich den nächsten benutzen und das wäre schon der nächste Punkt. Natürlich haben wir jetzt viele Ziele der Vernetzung, aber es gibt natürlich auch
negative Seiten wie die Nachteile. Also es kann auch mehr kosten, wenn man die Hardware bezahlen muss und Zeit investieren muss, um das Ganze aufzubauen. Es gibt natürlich auch Sicherheitsrisiken, die bei Netzwerken entstehen, also zum Beispiel der Datenmissbrauch oder Diebstahl. Wenn ich das jetzt auf einem Person, also einem persönlichen oder privaten Rechner hätte, wo ich gar keinen Netzwerkzugang hätte, dann könnte auch kein anderer wirklich zugreifen. Und da haben wir schon Schutz der Privatsphäre, wenn ich einfach, der wird einfach nicht geachtet. Da wird nicht drauf geachtet, einfach für den Zweck der effektiven Kommunikation und Datensicherung und so weiter, dann gibt es natürlich auch Nachteile. Gut, dann kommen wir gleich zu den Netzwerkgeräten. Da gibt es ganz verschiedene Begriffe auch, die man kennen sollte. Das ist die Farbe Gelb und wir fangen unten rechts an mit dem Hub. Also ein Hub, das haben vielleicht manche schon gehört, verbindet mehrere Rechner. Also Kommunikation ist möglich und der Hub leitet Informationen weiter, aber kann, oh, ja, kann, ja, mal, ja, das kommt jetzt, Entschuldigung für die, ja, Entschuldigung, aber das Hub, das ist quasi in der Mitte und leitet Informationen weiter, wenn wir uns, ich kann ja mal ein kleines Beispiel holen, das ist schon ein bisschen aus der Zukunft gegriffen, aber da in der Mitte haben wir das Hub und es leitet Informationen weiter, empfängt oder sendet. Nicht beides gleichzeitig, weil das macht der Switch. Das ist ein schlauer Hub und er prüft quasi die Weiterleitung und kann gleichzeitig empfangen und senden. Kommen wir gleich weiter links zum Router. Ja? Der Router verbindet verschiedene unabhängige Rechner mit unterschiedlichen Protokollen und Strukturen. Also ich kann mit einem Router kann ich ein Handy oder einen Computer verbinden. Oder alles, was mit einem Router sich verbinden kann, ja. Gut, mehrere Rechner über Anschluss Gateway ins Internet, ja. Gateway, da kommen wir später noch hinzu, aber mehrere Rechner über einen Anschluss ins Internet, das ist der Router. Der Access Point ist ein Zugriffspunkt ins LAN oder ist eine Schnittstelle zwischen LAN und WLAN. Also der Access Point ist quasi direkt mit dem LAN verbunden und das WLAN-Signal wird direkt und auch stark bereitgestellt. Der Repeater ist ein bisschen schlechter, könnte man sagen. Also die Signale sind schwächer. Ja, also es ist ein Element in Netzwerken zum Verlängern und da, wenn wir etwas verlängern, dann wird automatisch das Signal schwächer. Ja, und es gibt auch eine besondere Form, das habe ich mir noch aufgeschrieben, der Medienkonverter. Also wenn man zum Beispiel Glasfaser in elektrische Signale umwandelt, dann ist das eine besondere Form vom Repeater. Gut, wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Wir kommen ja gleich zum Gateway, das haben wir vorher schon angesprochen, beim Router. Ich habe ein kleines Haar im Mund. Ja, egal. Aber, weiß nicht, was für ein Haar das ist, aber wir kommen zum Gateway, ja? Ein Gateway ist ein aktiver Netzknoten zum Verbinden inkompatibler Netze, ja? Das hatten wir vorher schon beim Router, also unterschiedliche Protokolle und Strukturen werden durch irgendwas, also durch das Gateway verbunden, ja? Also das Gateway macht es möglich und koppelt diese inkompatiblen Netze miteinander für den Datenaustausch. Weiter geht's mit dem Port. Ja, Port. Eine Pforte zum Unterscheiden paralleler Kommunikationsverbindungen einer oder mehrerer Anwendungen. Ja, also es gibt verschiedene Arten, etwas zuzuordnen. Also diese Zuordnung ist auch möglich durch die Adressierung 0 bis 65536 oder 65536. Da gibt es verschiedene Beispiele für Anwendungen wie 80 ist gleich HTTP oder 110 ist gleich POP, also Postausgang oder so ähnlich.
Gut, dann haben wir schon die Netzwerkgeräte so ziemlich fertig und wir können weitermachen mit den Netzwerkstrukturen. Also ein Netzwerk kann immer anders oder verschieden aufgebaut werden mit Vorteilen und Nachteilen. Also, fangen wir mal an. Hier können wir die schöne Mindmap-Struktur auch sehen, die überleitet in die Netzwerkstruktur. Das ist ja auch ein Netzwerk. Alles ist ein Netzwerk, irgendwie. Irgendwie schon. Wenn es verbunden ist, ja? Also eine Bus-Topologie ist verbunden an einem Strang. Ein Rechner sendet also, alle anderen müssen warten, sonst besteht eine Kollisionsgefahr. Der Aufbau ist relativ einfach, aber hat heute wenig Bedeutung. Und wir kommen runter zu der Sterntopologie. Ja, die habe ich vorher schon angesprochen, also da können wir wieder den Hub oder den smarten Switch sehen in der Mitte. Und wir sehen, dass dieser Hub Informationen sendet oder Daten sendet und sie verteilt. Ja, ein Rechnerausfall heißt kein Netzausfall, aber wenn der Rechner, also der Hub, in der Mitte ausfällt, dann haben wir einen totalen Netzausfall. Ja, wichtig. Dann kommen wir zur Ringtopologie. Alle Rechner mit Kabel verbunden, wie im Ring, wie in einem Kreis. Jeder Rechner wirkt als Verstärker und die Informationen kreisen. Rechnerausfall bedeutet... Also ja, wenn ein Rechner ausfällt, dann wird es automatisch zur Bus-Topologie, dass dann quasi alle an einem Strang dann Informationen oder Daten weiterleiten. Gut, dann kommen wir hier weiter zur Sterntopologie, was einfach eine erweiterte Sterntopologie ist. Wir haben wieder einen Strang, unten rechts haben wir eine Erweiterung mit zwei Rechner. Ja, ob das jetzt ein Baum ist, ich würde es ja lieber so Pyramide mit Eingang-Topologie nennen, aber das kann man ja sich selbst irgendwie ausdenken, das sind ja nur Namen. Also, kommen wir zu den zwei irgendwie krassesten Topologien. Wir haben einmal die vermaschte Topologie, also das ist jetzt, wenn diese Rechner miteinander verschieden irgendwie kombiniert sind. Also ich lese erstmal Stichpunkt vor. Kombination verschiedener Topologien. Da haben wir schon die Information raus. Also hier passiert ganz viel, ist vermascht und alle Knoten sind irgendwie verbunden. Bei dieser Topologie haben wir eine große Ausfallsicherheit, da quasi alternative Übertragungswege bestehen. Weißt du, man hat halt diese ganzen verschiedenen Knoten, wo alle verbunden sind. Aber perfekt ist es noch nicht. Da gibt es jetzt die voll vermaschte Topologie. Jetzt sind alle Knoten miteinander verbunden. Jetzt ist es ein perfektes Netzwerk, kaum genutzt, da der hohe Aufwand. Da haben wir wieder einen Nachteil, wenn wir uns das alles nochmal anschauen. Der Nachteil von dem Aufwand, von dem Aufbau. Ja, da haben wir die Kosten wieder. Und ich möchte mich bedanken für eure Aufmerksamkeit zu Netzwerken. Vielen Dank.